Hallo. Lohnt es sich schon loszulatschen? Weiß es nicht. Wir gucken jetzt noch mal rum hier. Ich glaube, jetzt so lange zum nächsten Tag, dann haben wir mehr Zeit. Das Feuer noch mal anfangen. Ich werde einfach mal schnell rüberlaufen. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu hastig. Vielleicht muss ich mich auch mehr wie so ein Scharfschütze bewegen. Wir warten eh bis morgen früh. Dann werden wir mal zum anderen Punkt laufen. Vielleicht sind da schon welche gespawnt. Das wird ja wohl wirklich nicht so das Problem sein. So, machen wir den Rucksack mal leer. Feuerholz rangeholt. Ja, gucken wir mal. Da was gesehen. Was Kleines mit Beinen. Lauf nicht weg. Bin drauf und dran, hier einfach einen Trog zu bauen. Was kostet mich so ein Trug? Weiß ich nicht, hier drunter. Blockseil, 4 Feuerwetter. Das lässt sich einrichten. Kann man den einfach so in der Wildnis hinsetzen? Wenn man die so ein bisschen anfüttert?
Bin ich wahrscheinlich außerhalb. Nee, steht nicht bei. Wir lassen ihn mal in Ruhe. Also Futterdruck kann ich garantiert nicht außerhalb. Ich glaube, das funktioniert nicht. Hier müsste ich ja bauen können. Aber ich dachte, man kann sie ein bisschen anfüttern. Ich werde jetzt mal mit dem Scharfschütze ein bisschen auf den Weg gehen. Morgen früh werden wir mal zur anderen Stelle gucken. Vielleicht ist da schon irgendwas gespawnt. Aber auch schade, dass man keine Flash-Suppe abfüllen kann. Ich bin am Eins mit der Natur. Kohlenhydrate viel mehr. Habe ich noch welche im Rucksack? Nö. Kohlenhydrate und Wasser. Bananen sollten ja hier irgendwo wachsen. Babys. Okay. Sammeln. Das ist natürlich jetzt ärgerlich, ne? Und mega nervig. Geht langsam. Muss ja irgendwie möglich sein, dass sie spawnen. Dann werden wir zu dem Drohnen-Ding nochmal hinlatschen und gucken, ob wir. Wie da morgen irgendwo gespawnt sind. Ja. Nicht geil, Spiel. Wenn wir relativ früh aufstehen. Uns einen Wanst vollschlagen und dann werden wir losmarschieren. Beten uns. Kohlenhydrate und Wasser. Okay.
Was fehlen noch? Kohlenhydrate. Wie kriegen wir schnell Kohlenhydrate? Einmal nochmal Kontrollgang machen. Ah, Bananen finden wir unterwegs. Es kann ja nicht sein, dass es hier keine Babys gibt. Also das funktioniert ja nicht. Okay. Die Suppen lassen wir stehen. Gut, Karte. Wir befinden uns hier. Wir müssen jetzt nach da. Also einfach nach Südwesten. Bananen finden wir, denke ich mal, unterwegs. Ach, da. Bananen werden wir unterwegs finden. Hundertprozentig. Nehmen wir zum Beispiel die hier. Locken uns ein paar Bananen im Kopf. Essen. Essen. Zack. Kohlenhydrate geklärt. So, Fette haben wir auch schon wieder. Jagen und Braten ist nicht das Problem. Da müssen wir durch. Nee, da müssen wir nicht durch. Map. Jetzt hier. Nächster Eingang, da müssen wir durch. Ey, mich nervt das. Wahrscheinlich habe ich echt Pech und mache irgendwas falsch. Diese, da sind noch. Hier ist noch ein Pfeil. Mitgenommen. Da ist Wasser drin und Kohlenhydrate. Es ist zum Kotzen. Moment, wenn ich sie nicht mehr brauche, finde ich sie an allen Ecken und Kanten. Ich muss nur die komische Trommel zusammen fertig bauen. Wird ja wohl nicht das Problem sein. Oh, hier ist er noch. Lecker, lecker. Wird ja wohl nicht das Problem sein. In der Regel sollte es eigentlich nicht das Problem sein. Schon wieder Fette. So, genug bei. Jetzt mal im Rucksack, okay. Okay. Nehmen wir auch noch mit. Dann sind wir erstmal versorgt. Finden wir uns. 46, 21. Hier unten. Obwohl, geht auch. Gehen wir hier lang. Über den Fluss. Inzwischen irgendwo durch.
Wenn wir hier irgendwie hochkommen. Ja, hier sind Kapibaras, ist klar, Wasser. Wir ein bisschen aufpassen, hier könnte jetzt ein Leopard irgendwo rumlaufen. Das sind die Ohrenspitzen, dann geht das. So, nochmal Map. Hier rum. Vielleicht sehen wir das. Dieses Scheißvieh. Das ist geil. Das ist, normal ist doch diese Trommel nicht das Problem, die zusammenzubauen. So. 48, 28, 26. Hier. Müsste ja irgendwo schon das Lager sein. Hier müsste irgendwo schon das Lager sein. Hier war auch mal ein Feuer. Das müssen wir jetzt mal genau gucken. Wo müssen wir jetzt hin? 49, 28, zack. Zu tief. Müsste einfach nach Norden. Da. Dann sollte ich an sich ja direkt. Ah, da ist es doch. Ihr vielleicht schon kleine Kinder? Das ist doch nicht, kann das wie so ein Krampf sein, hier Babys ranzukriegen. Verarschen, ne? Ich verarsche mich, ne? Das Spiel muss mich echt massiv verarschen. Kann ich das nicht beenden, weil ich will hier keine Babys spawnen? Hier ernst, oder? Hat den Spiegel angetan.
Och, mein Spiel. Das wird doch nicht das Problem sein, dass wir mir ein paar. Ein paar Babys spawnt. Ey, es ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder? Was mache ich falsch? Es kann nicht wahr sein. Was mache ich denn falsch? Es gibt's nicht, ne? Meine Herren, ey, das gibt's echt nicht. Ist echt, man lässt sie ein bisschen in Ruhe und dann. Naja, dann gucken wir erstmal wieder nach Hause. Ist ja im Prinzip nur nach Osten latschen. Ist das so ein seltenes Ereignis, dass hier Babys von denen spawnen? Jetzt aber nicht an, diese Viecher noch zu züchten. Habe ich mal so gar keinen Nerv für. Nee, da habe ich für so Sachen gar keinen Nerv. Unten, ja. Leicht nach Norden. Ja, hier ist die Tapirwiese. Die Pikari-Wiese. Das ist hier oben ein. Das Häuptling-Ting. Ja, Wabi Mumema, ja.
Naja, ist ja in Ordnung. Na, hier nicht extra noch ein. Hier nicht irgendwie extra noch mal. Da war gar nicht erst eingepflanzt. Doch, einen haben wir eingepflanzt. Welcher war das jetzt? Ja. Na. Ah. Fleisch, Fleisch können wir von da futtern. Das funktioniert echt gut. Wir werden ein paar Pekaris noch aus dem Weg räumen. Oder davon ein paar. Ein Wasserschwein zerlegen. Ich fange jetzt nicht echt an. Alter, nee, ich fange jetzt nicht echt an, Viecher zu züchten. Habe ich so gar keinen Bock drauf. Schön geheadshottet. Erstmal das Fleisch trocknen. Meine Herren. Irgendwie Plätze frei. Nee. Wir haben leider keine Plätze mehr frei. Oh, wir können ja ein bisschen was wegfuttern. Wie lange bist du haltbar? 19 Stunden. Wie viel haben wir es? 12, 4. Ja, das sollte reichen. Waschen. Gut, Leute. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir weiter nach Papierbabys suchen. Bis denn. Ciao.